Ja, schönen guten Morgen. Humusmanagement für eine klimaresiliente Landwirtschaft. Das ist dann der letzte Beitrag dieser Session. Ja, Humus oder auch wissenschaftlich organische Bodensubstanz oder Soil Organic Matter ist das Schlüsselmerkmal eines fruchtbaren Bodens. Und aus dem Humus werden viele wichtige Eigenschaften katalysiert, beziehungsweise auch nennenswerte Boden- und Ökosystemfunktionen, die aus Agrarökosystemen hervorgehen, bereitgestellt. Ich glaube, wir müssen nicht vertiefen, worin im Detail die Bedeutung liegt. Das dürfte auch aus den Fachschulen und Vorlesungen bekannt sein. Wenig bekannt ist vielleicht dieser Aspekt, eine neue Arbeit aus Fiebel und Warening von Else Bühnemann, die aus Auswertung von über 60 Bodenfruchtbarkeitsstudien gefunden haben, dass in der Tat die organische Bodensubstanz der Parameter darstellt, der am häufigsten als Qualitätsparameter herangeführt wird. Und im tropischen Bereich hat vor allem die Gruppe von Ratan Lal, Träger des Welternährungspreises von 2020, herausgefunden, dass Humus ganz eng mit Bodenschutz, Ertragssicherheit, Ertragsstabilität zu tun hat und hat das auch für einzelne Kulturen auch quantifiziert. Und auch für die temperierten Klimaten, und das ist eine Arbeit von Christopher Brock und Kollegen, wurde aus mehreren Langzeitversuchen herausgearbeitet, dass es eine Beziehung gibt zwischen der organischen Bodensubstanz und dem Ertragsniveau von Lichtleguminosen, vor allem in ökologischen Anbausystemen. Ich möchte das jetzt nicht im Detail herausführen. Es hat was sowohl mit dem Nährstoffeffekt zu tun, als auch mit dem Bodenverbesserungseffekt der organischen Bodensubstanz. Und was systematische Ausbringung von Wirtschaftsdüngern, von organischen Düngern bewirkt, kann man auch in Augenschein nehmen. Einfach wenn man durch die Parzellen des DOC-Versuchs in Tervil, Schweiz, schlendert und hier Aufnahmen vor einem Starkregen und hier Aufnahmen nach einem Starkregenereignis, obwohl beide Systeme die gleichen Fruchtfolgen mit Kleegras auch haben, mehrjährigen Kleegras, ist nochmal das, was aus den Wirtschaftsdüngern kommt, setzt dem Ganzen noch eines drauf. Und ich möchte jetzt hier in den nächsten Ausführungen vor allen Dingen aber auf den Klimaschutzaspekt des, auch aus aktuellem Anlass, auf den Klimaschutzaspekt des von Humusaufbau zu sprechen kommen. Alles nimmt seinen Ursprung in der Photosynthese und das ist der Prozess, wo CO2 aus der Atmosphäre in die Pflanze aufgenommen und umgebaut wird und verlagert wird. Und im Bereich Boden sind es dann in der Tat die Wurzeln, die maßgeblich zum Humusaufbau beitragen, sei es aus den Wurzelresten oder aus den flüssigen Wurzelausscheidungen. Aber auch was zurückbleibt oder in die Tierhaltung geht, hat seinen Ursprung in der Photosynthese, also in Pflanzenwachstum genommen. Und schließlich kann man sogar sagen, dass der wurzelbürtige Kohlenstoff deutlich stärker zur Humusbildung beiträgt als die Streu aus der oberirdischen Pflanzenmasse. Und ganz wichtig, reine C-Fixierung in Pflanzenerträgen ist keine C-Fixierung im Sinne des Klimaschutzes. Da gab es kürzlich eine Debatte, die ist auch noch nicht ganz ausgefochten, aber möchte ich hier mal kurz aufgreifen, denn klimawirksam ist nur das, der Kohlenstoff, der langfristig gebunden ist. Wie schaut das aus? So etwas vielleicht. Aber es gibt natürlich auch Mischformen, aber es geht natürlich um die Langfristigkeit im Sinne
der Klimawirkung, also mindestens 20 Jahre. Und weitere Voraussetzungen sind natürlich für Humusaufbau im Sinne der Kohlenstoffspeicherung bzw. Klimaschutz, dass nicht nur der vorhandene Kohlenstoff erhalten, sondern zusätzlich aus der Atmosphäre mehr Kohlenstoff durch Humusaufbau gebunden werden muss. Und das nennt man als Kohlenstoffspeicherung bzw. C-Sequestrierung. Und die wichtigsten Mechanismen, die C-Org im Boden kurzfristig oder langfristig vor Abbau schützen und so zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung beitragen, sind Einschluss in Bodenaggregaten und damit eine räumliche Trennung von Zersetzern und organischer Substanz, die Stabilisierung durch Bindung an Mineralien oder Eisenoxide und die bevorzugte Verstoffwechselung von leicht abbaubaren Kohlenstoffverbindungen im Gegensatz zu schwer abbaubaren aromatischen Verbindungen, wie zum Beispiel in Pflanzenkohle oder in holzartigen Substanzen vorhanden. Aber ganz wichtig ist, mehr Humus ist zwar grundsätzlich gut fürs Klima, weil damit weniger CO2-Emissionen einhergehen, aber es heißt noch lange nicht, dass damit eine Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, sprich C-Speicherung, sichergestellt wird. Und das möchte ich ganz kurz hier an diesen 5 Humus-Änderungsszenarien skizzieren. In allen 5 Szenarien beträgt die Differenz der Kohlenstoffänderung 10 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Also alle 5 Szenarien tragen zum Klimaschutz bei, aber nicht unbedingt zu dem 1,5-Grad-Ziel. Gut, und von daher die Frage, welche Szenarien beinhalten echte CO2-Entnahme und damit C-Speicherung im Boden? Und das sind in der Tat nur die Szenarien 1 und 2, weil wir dort einen positiven Effekt haben, nämlich Entbindung aus der Atmosphäre und somit eine Senkenfunktion gewährleisten können. Also Böden werden erst dann zu Kohlenstoff senken, wenn der Ausgangszeitpunkt nach Umstellung einer neuen Maßnahme schon im positiven oder im Nullbereich gewesen ist. Und warum ist das gerade so bedeutsam? Warum ziele ich hier auf die CO2-Entnahme ab? Weil praktisch alle Klimaszenarien davon ausgehen, dass wir zu viel CO2 ausstoßen und dieses zu viel nur durch negative Emissionen ausgeglichen werden kann. Und insofern ist die Frage, ob wir überhaupt einen Stopp bei 1,5 Grad überhaupt noch schaffen. Und dazu gibt es diese 4 prominenten Szenarien, die mehr oder weniger den Gradienten zeigen, wie groß die Anstrengung sein muss oder wie bedeutsam am Ende die negativen Emissionstechnologien werden, um die Temperaturkurve nach unten zu drücken. Und mit dem neuen Ziel Netto-Null-Emissionen in Deutschland bis 2045 geht es gar nicht mehr ohne CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Und parallel dazu, sogar zeitlich etwas früher, ist ja auch die 4-Promille-Kohlenstoff-Initiative gestartet im Rahmen der COP 2015 in Paris, die ähnliche Maßnahmen zum Ziel hat, nämlich die Kompensation der fossilen Emissionen durch Verbrennung der entsprechenden Rohstoffe durch einen jährlichen Zuwachs des Humusgehaltes, und zwar 4 Promille, um den aktuellen Vorrat zum Zeitpunkt 2015 letzten Endes als Ausgangslage zu nutzen. Gibt es überhaupt kohlenstoffspeichernde Maßnahmen in der Landwirtschaft? Und wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, so sieht es eher aus, dass wir flächenmäßig Humus verlieren,
Wahrscheinlich deshalb, weil im Rahmen der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft durch das Thünen-Institut ja nur eine Punktbeprobung stattgefunden hat. Aber in Verbindung mit Betriebsdaten, mit pädoklimatischen Informationen und Modellszenarien kann man schon mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass das wirklich der Fall ist, dass im Durchschnitt die 17 Millionen Hektar Agrarböden in Deutschland 0,2 Tonnen C im Jahr verlieren. Für Dauergrünland scheint ein Equilibrium vorzulegen. Und Martin Wiesmeyer hat in seiner Publikation vor einigen Jahren diese C-speichernden Maßnahmen genauer beschrieben und aufgelistet aus aktuellen Metastudien. Und Sie sehen, dass es natürlich große Unterschiede gibt, zum Beispiel Umstellung auf Ökolandbau. Und wenn dort auch gewirtschaftet wird in einem halbwegs geschlossenen Betriebskreislauf bei 1,0 Großviereinheiten, kommt man so auf ja, rund 0,3 Tonnen. Aber was deutlich mehr bringt, ist Umwandlung Acker zu Grünland oder eben Agroforstwirtschaft. Und reichen diese Potenziale aus, um sich aktuell mit den Carbon Farming Gedanken überhaupt zu befassen? Dazu möchte ich grundsätzlich die Herangehensweise und ja die Grundsätze für jeden Einzelnen von uns mal ins Bewusstsein heben, dass ganz am Anfang natürlich Vermeidung stehen soll, dann Verminderung, dann Kompensation, um letzten Endes zu dem zu gelangen. Und wenn wir im Bereich von Zertifikaten unterwegs sind, dann reden wir nur vorwiegend von der Kompensation. Und das ist auch der Bestandteil, wie im Rahmen des Kyoto-Protokolls die ganze Kompensation ihren Ursprung genommen hat, nämlich unvermeidbare Emissionen aus der Schwerindustrie und seit 2012 auch im Flugverkehr zu kompensieren, eben durch Klimaschutzmaßnahmen, die an anderen Orten stattfinden, als dort, wo die Emission anfällt. Also das ist das klassische Feld für Carbon Offset Zertifikate. Und wie funktioniert das? Und hier mache ich einen Switch auf das freiwillige Zertifikatesystem der Ökomodellregion, nein, der Ökoregion Kaindorf in der Steiermark, die schon seit einigen Jahren mit privaten Unternehmen und lokalen Landwirten Maßnahmen einführen. Das ist im Wesentlichen Kompostanwendung und reduzierte Bodenbearbeitung mit Zwischenfrucht. Da kommt vielleicht ein bisschen ein Gewinn raus, aber ein Riesenaufwand und eine Riesensumme an Transaktionskosten. Die Landwirtschaft ist bislang nicht Teil des europäischen Emissionshandels, aber es können landwirtschaftliche Klimaschutzleistungen zur verpflichtenden Kompensation auch jetzt schon von industriellen Emissionen eingebracht werden. Es gibt eine Kompostmethodologie, die gerade in Afrika sehr häufig angewendet wird, oder auch Biogasanlagen in Burkina Faso oder Indien. Das läuft im sogenannten Clean Development Mechanismus. Aber es können landwirtschaftliche Klimaschutzleistungen zur freiwilligen Kompensation eingesetzt werden. Und da sind wir eben bei den Humus-Zertifikaten. Aber sind das wirklich Werkzeuge des Klimaschutzes, um robuste Zertifikate, um wirklich Transparenz in das ganze System zu bringen, müssen vier Kriterien, die auch im Rahmen des Clean Development Mechanismus der Klimarahmenkonvention genannt werden, erfüllt werden. Und das ist Messbarkeit, Permanenz, Additionalität und Verlagerungseffekte. Und wenn wir nun diese Liste von Wiesmeyer und mir mal durchexerzieren, so sehen wir, beim Anbau von Zwischenfrucht ist es sehr schwierig, diesen kleinen Kohlenstoffgewinn überhaupt in einem überschaubaren Zeitrahmen zu messen. Es ist nicht klar, ob diese Maßnahme das nächste Jahr auch wieder stattfindet. Und
hat auch keinen Additionalitätsgewinn, da viele Landwirte das sowieso schon machen als Bestandteil der guten landwirtschaftlichen Praxis. Verlagerungseffekte ist hier kein Thema, da die Klimaschutzleistung wirklich auf der Fläche stattfindet. Verbesserte Fruchtfolge ist ähnlich zu bewerten. Ökolandbau hat vielleicht einen positiven Bonus im Bereich Permanenz, nämlich wenn man einmal umstellt, stellt man in der Regel das Jahr drauf nicht um. Das sind dann auch Verpflichtungen, aber die Additionalität ist hier auch nur bedingt gegeben, deswegen das Ganze nur Mittel. Umwandlung von Acker- und Grünland, Agroforstwirtschaft, das sind dann schon Maßnahmen, wo es von vornherein schon eine Längerfristigkeit gibt und die macht man auch nur, damit sie dann aus dem Gewinn von Carbon Credits auch finanzierbar ist. Ja, und da sind wir auch beim Moorschutz. Hier sehe ich auch ein gutes Potenzial, da der Umbau der nord- und nordostdeutschen Landwirtschaft zu einer moorschutzfreundlichen Landwirtschaft sehr, sehr viel Geld kostet. Und das könnte in der Tat hier ein Anreiz sein, um die Additionalität, um durch diese Moor-Futures, wie sie auch im Kleinen schon laufen, mehr Schwung in die Transformation zu bringen. Auch Pflanzenkohle fällt, schneidet gut ab bei Additionalität. Eine Tonne Pflanzenkohle nach dem zertifiziert, nach dem European Biochar Certificate kostet zwischen 500 und 850 Euro eine Tonne und das ist dann auch relativ einfach zu messen. Man kann fast 1:1 das in messen, also hat ungefähr einen jährlichen Abbau von 1%. Aber die Verlagerungseffekte, weil die Klimaschutzleistung, wo kommt das Material her, wo hat die Pyrolyse stattgefunden, hier, das ist dann eine größere Herausforderung. Insofern sind aber diese Maßnahmen, die alle einen grün sind bei der Zusätzlichkeit, vielleicht diejenigen, die im Rahmen von Carbon Credits weiter ausgearbeitet werden können. Aber es gibt bislang keine UNFCCC-konforme Methodologie für Zertifikate aus Humusaufbau und die das ganze Regelwerk sicherstellt, außer es gibt für Agroforstwirtschaft eine Small-Scale Agroforestry-Methode, die auch hier in dem Booklet, was jährlich herausgegeben wird, beschrieben ist. Und durch diesen CDM-konformen Prozess kann man auch eine Überwachung und auch ein Peer-Review, ähnlich wie es auch mit der Ökokontrolle läuft, halbwegs sicherstellen. Und da bin ich auch schon zum Ausblick. Was sind die Empfehlungen für klimaresiliente Landwirtschaft? Anreize für Humusaufbau und klimaresiliente Landwirtschaft sollten wir vorwiegend durch maßnahmenorientierte Ansätze schaffen, die aber auch, weil das ganze Thema komplex ist, Bildung und Beratung einbeziehen müssen. Und ich habe ja auch genannt, dass durchaus ergebnisorientierte Honorierung durch Carbon Credits prinzipiell möglich sein könnten, aber kurzfristig scheint mir das noch weit, weit weg zu sein. Und vor einigen Jahren war ich auch dabei, um mit Kollege Felix Löwenstein dieses Policy Paper zum Humusaufbau zu schreiben. Was ist daraus geworden? Es waren mehrere Sitzungen beim Bauernverband und immerhin ein 25-Millionen-Euro-Projekt, wo konventionelle und ökologische Betriebe deutschlandweit mitmachen, um Humusaufbau in landwirtschaftlichen genutzten Böden zu demonstrieren. Und weil wir auch gerade gestern in den Sessions schon den Systemansatz so herausgearbeitet haben, ist auch das Thema Humus nicht alleine durch die organische Bodensubstanz zu lösen, sondern muss dann auch in Einklang mit den Bewirtschaftungen, mit der Integration des Tieres, der Nutztiere in dem Pflanzenbau sein. Und kürzlich zu Jahresbeginn ist auch das Löwe-Projekt integrierte Tierpflanze Agrarsysteme zusammen mit der Uni Kassel Green Dairy gestartet, bauen da auch
einen neuen Stall, den Sie da unten sehen. Und das Ganze können Sie dann auch auf den Ökofeldtagen bei uns in Villmar-Aumenau der Uni Gießen besichtigen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.